Hallo Welt, hallo YouTube. Heute ist Donnerstag, der 11. Juni 2020. Seit meinem letzten Beitrag sind ja nur wenige Tage vergangen, dennoch hat sich hier auf der Baustelle einiges getan. Auch das möchte ich videotechnisch dokumentieren und nehme auch dabei mit. Bevor ich aber jetzt gleich hier Richtung Baugrube mich begebe, ziehe ich mich noch einmal ganz kurz um, denn es hat in den letzten Tagen ganz stark geregnet und dementsprechend ist hier mit sehr viel Schmutz und Dreck zu rechnen. Eine erste Veränderung gegenüber dem letzten Mal ist hier die zukünftige Garageneinfahrt. Diese ist jetzt hier vollständig ausgeschottert und verdichtet. Hier kann man die beiden Revisionsschächte sehen, um die es in vorangegangenen Episoden ging. Aber man kann jetzt tatsächlich auch bis zur Regenzisterne zu Fuß gelangen. Und da möchte ich jetzt einmal von oben hereingucken und nehme euch auch dabei mit. Hier jetzt also die geöffnete Regenzisterne. Man kann hier seitlich noch ein Rohr erahnen. Das ist der Ablauf, der eben unterirdisch bis zu den Revisionsschächten führt. Das Ganze ist hier jetzt eingekiest und dementsprechend sollte dem Rohr nichts passieren. Und wie nicht anders zu erwarten, wenn man in diese Regenzisterne schaut, sieht man im Wesentlichen halt einen Betonschacht, der eben bis zu 6 Kubikmeter Wasser aufnehmen kann. Ich habe hier jetzt auch ein Lasermessgerät dabei, um eben mal die Höhe zu messen, weil mich das selbst interessiert. Und ich messe jetzt in etwa hier von der Oberkante aus und komme auf einen Wert von in etwa 2,9 Metern. Wobei das jetzt natürlich bis zum Deckel gemessen ist. Die Zulaufebene befindet sich eben einen guten Meter tiefer. Aber nichtsdestotrotz passt hier eben eine Menge Wasser hinein, das man dann benutzen kann, um den Garten oder die Außenanlage zu bewässern zum Beispiel. Die wesentliche Veränderung hat sich aber hier innerhalb der Baugruppe ergeben. Man kann es hinter mir schon erahnen. Da ist eben nicht mehr der Untergrund zu sehen, sondern eben eine Einschalung bzw. Bewährungsmatten. Und das schauen wir uns jetzt einmal aus der Nähe an. Hierzu kann man mittlerweile auch hier hinabsteigen in die Baugruppe. Ansonsten befindet sich alternativ da auch noch eine Leiter. Aber wenn man hier vorsichtig ist und nicht den ganzen Schotter bzw. das ganze Kies mit runternimmt, kommt man da eben auch ganz gut herunter. Ich stehe jetzt hier auf der zukünftigen Bodenplatte auf Stahlmatten, Bewährungsmatten, die sich hier eben schon befinden. Die wurden schon installiert und das Ganze wird jetzt in der kommenden Woche eben mit Beton vergossen, aber es gibt hier doch einiges sich anzuschauen. Hier zu sehen ist so ein Eckgerüst. Davon gibt es eben 4, in jeder Ecke eines. Und man konnte es beim letzten Mal nicht so richtig erahnen im Video, dass darin montiert jetzt eben Schnüre sind. Also jetzt kann man das ganz gut sehen. Diese Schnüre befinden sich hier auf so Art Schlitten, mit dem sich das Ganze eben dann Zentimeter, Millimeter genau einstellen lässt. Und diese Schnüre spannen eben ein Schnurgerüst ab, das bei der Orientierung der weiteren Arbeiten dann eben hilft. Außerdem kann man sehen, dass eben an diesen Schnüren entlang eben eine Schalung sich befindet und aufgebaut worden ist. Einmal um das gesamte Fundament herum, um die gesamte Bodenplatte. Und das dient eben dann nachher dem Beton als Eingrenzung. Der Beton wird hier reingeschüttet und kann dann halt seitlich nicht herauslaufen. Diese Schalung ist quasi abgestützt durch solche Metallflöcke, die hier in den Boden gehauen worden sind. Und für zusätzlichen Halt gibt es hier solche Bretter, die sich dann an den Seitenwänden der Baugrube eben abstützen. Ansonsten ist die gesamte zukünftige Bodenplatte hier mit solchen Stahlmatten ausgelegt. Die dienen eben als Bewährung für den später dazukommenden Beton und geben dem eben seine Form bzw. den eigentlichen Halt. Und man kann sehen, diese Stahlmatten sind hier einfach hineingelegt auf solchen Abstandshaltern. Mit diesen Abstandshaltern gewinnt man eben ein paar Zentimeter zum Boden hin und auf dem Boden befindet sich eine Folie, die dann das Ganze nach unten hin halt ein bisschen abdichtet. Aus meiner Sicht, elektrotechnisch gesehen, ist das eigentlich Interessante der sogenannte Fundamenterder. Man kann hier eben erahnen, dass um das gesamte Fundament herum sich ein Edelstahl-Flachband befindet. Das läuft eben einmal um das
Haus herum. Im Inneren, das wird in Beton eingegossen, ist in etwa alle 2 Meter mit solchen Verbindungselementen mit den Bewährungsmatten verbunden, damit das eben an Ort und Stelle bleibt. Verläuft aber eben ansonsten hier um das gesamte Haus herum und ist eben ein Element der zukünftigen Erdung bzw. des zukünftigen Potenzialausgleichs. An mehreren Stellen ist dann an diesem Flachband eine sogenannte Anschlussfahne installiert bzw. angeschraubt. Also das sind hier solche Schraubverbindungen, sodass man dann eben davon quer abgehend eine Anschlussfahne installieren kann. Diese Anschlussfahne zum Beispiel wird im Hausanschlussraum später installiert werden. Und daran angeschraubt wird dann die Potenzialausgleichsschiene, was dann eben ein Teil der Elektroinstallation ist. Es gibt aber mehrere solche Abgänge. Genau genommen gibt es weitere Abgänge an jeder Hausecke, 4 Stück an der Zahl. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist, wie man hier sehen kann, das in den Außenbereich zu führen. Das geht jetzt eben hier unterhalb der Schalung hindurch und führt dann in den Außenbereich. Hintergrund des Ganzen ist es, diesen innenliegenden Ringerder mit einem weiteren Erdungselement, dem außenliegenden Ringerder, zu verbinden. Dieser Ringerder hat eben im Gegensatz zum Fundamenterder direkten Erdkontakt. Also das ist in meinem Fall das gleiche Material. Es wird auch ein Edelstahlflachband werden, damit das eben nicht korrodieren kann. Wird aber im Außenbereich geführt, in etwa mit einem Abstand von ca. 1 Meter zur Außenwand. Und hat aber durch den direkten Erdkontakt eben nochmal bessere Ableiteigenschaften gegenüber der Erde, weil ja dieser innenliegende Fundamenterder eben in Beton eingegossen wird, durch diese Folie auch keinen direkten Erdkontakt hat. Und dementsprechend ist es eben vorgeschrieben oder vorgesehen, dass man diese Ableiteigenschaften verbessert durch ein weiteres Erdungselement. Das Ganze wurde gestern eben so fertig installiert. Wir warten jetzt noch auf eine weitere Bewährungsschicht und dann wird das Ganze eben mit Beton eingegossen. Das soll wohl in der nächsten Woche erfolgen. Ich hatte zwischenzeitlich aber auch hier schon mal einen Termin mit einem Elektriker, der sich diese Fundamenterdung eben einmal selbst ansehen wollte, sicher gehen wollte, dass das eben richtig installiert ist. Wir hatten auch eine Messung durchgeführt und zwar schließt man dann im Wesentlichen hier etwas größere Krokodilklemmen an diesen Anschlussfahnen an, schickt mit einem entsprechenden Prüfgerät hier einen Prüfstrom durch das elektrisch leitende System und kann dann eben ableiten oder ablesen, was für Widerstandswerte man hat. Und wenn die jetzt irgendwie auffällig schlecht wären, müsste man halt nochmal dem nachgehen. Das hat aber soweit bei mir alles gepasst. Die einzige Stelle, an der ja die Widerstände wirklich schlecht werden können, sind diese Verbindungselemente hier. Ansonsten ist das ja Metall und das hat halt seine leitenden Eigenschaften. Und ja, das hat aber wie gesagt soweit alles gepasst und kann jetzt seinen Gang gehen. Das war es dann im Wesentlichen schon für heute von der Baustelle und ich werde mich in den nächsten Tagen sicherlich wieder melden. Bis dann!